Am Fuße des Hackenbergs liegt die Vorortgemeinde Neustift am Walde. Die eigenständige Gemeinde Salmansdorf befindet sich am Südhang des Dreimarksteins. Beide Vororte werden 1892 im Zuge der zweiten Stadterweiterung gemeinsam mit den ehemaligen Vororten Währing, Weinhaus, Gersthof und Pötzleinsdorf zum 18. Wiener Gemeindebezirk Währing zusammengefasst. Im Zuge dieser Stadterweiterung werden insgesamt 33 Vororte eingemeindet und in die Bezirke 11 bis 19 zusammengefasst bzw. eingeteilt. Bei der Grenzziehung der Bezirke wird nach Möglichkeit auf die alten Gemeindegrenzen Rücksicht genommen. Auf diese Stadterweiterung gehe ich in dem Video vom Werden einer Stadt ausführlich ein. 1938, nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, wird Wien zur flächenmäßig größten Stadt des Reiches erweitert. Im Zuge dieser Neugestaltung Wiens werden unter anderem Salmansdorf komplett und Neustift am Walde zum größten Teil vom 18. Bezirk Währing abgetrennt und dem 19. Bezirk Döbling zugeschlagen. Bei dieser Neuziehung der Bezirksgrenze wird keine Rücksicht auf die ehemalige Gemeindegrenze genommen. Als neue Grenze zwischen Währung und Döbling wird der Sommerheidenweg festgelegt. Daher liegt zum Beispiel der Neustifter Friedhof im Norden Währings direkt an der Grenze zu Döbling, während der alte Ortskern mit der Neustifter Kirche in Döbling liegt. Wird Wien nach 1945 wieder auf die Grenzen vor 1938 zurückgestutzt, werden innerhalb dieser Grenzen einige Änderungen beibehalten. Somit bilden auch heute noch Salmansdorf und der größte Teil Neustift am Walde gemeinsam mit den ehemaligen Vororten Unter- und Oberdöbling, Grenzing, Heiligenstadt, Nussdorf, Josefsdorf, Siebering und dem Kahlenberger Dorf den 19. Wiener Gemeindebezirk Döbling. Neben dieser Verlagerung von einem Bezirk in den anderen im Jahre 1938 teilen Salmansdorf und Neustift mit den anderen 8 ehemaligen Vororten des Bezirks weitere geschichtliche Ereignisse. 1482 die Belagerung durch das Heer von Matthias Corvinus, die Zerstörung 1529 durch die Türken im Zuge der ersten Wiener Türkenbelagerung, die wirtschaftliche Not und Verheerungen in den Jahren des Dreißigjährigen Krieges von 1618 bis 1648, die Pest fordert 1679 unzählige Opfer, ebenso die Türken 1683 im Zuge der zweiten Wiener Türkenbelagerung, 1713 wütet neuerlich eine Pestepidemie, schlussendlich plündern die Franzosen 1805 und 1809 die Orte. Nachdem nun die Gemeinsamkeiten aufgezählt sind, wenden wir uns den zwei Vororten Neustift am Walde und Salmansdorf getrennt und detailliert dazu. Im 13. Jahrhundert besteht ein Ort Chleitzing oder Chleinzing am Südwesthang des Hackenbergs, von dem 1330 allerdings nur noch Weingarten, jedoch keine Häuser mehr genannt werden. Bleibt der Flurname Chleinzing ursprünglich im Bereich der heutigen Agnesgasse gelegen, zunächst erhalten, wird später daraus das weiter flussabwärts liegende Glanzing. Glanzing ist heute die Bezeichnung eines Siedlungsgebietes an der Grenze zwischen Pötzleinsdorf und Döbling im Bereich der Gottenbachstraße und Glanzinger Gasse. Das Areal wird vor allem von der in den Jahren 1923-24 errichteten Genossenschaftssiedlung eingenommen. Die Siedlung wird von Angestellten der städtischen Elektrizitätswerke als Siedlung Alt-Glanzing 1921 gegründet. Die Häuser der gemeinnützigen Baugesellschaft müssen mit 2000 Arbeitsstunden Eigenleistung errichtet werden. Ab 1923 baut die 1920 gegründete gemeinnützige Kleingarten- und Siedlungsgenossenschaft Altmannsdorf-Hetzendorf nach Plänen der Architekten Hugo Meyer und Albert Tichy auf dem Areal weiter. Bekannt ist auch die ehemalige Kinderklinik Glanzing in der Glanzinger Gasse. Das Kinderspital wird in den Jahren 1912 bis 1914 von den Architekten Karl Bartstieber und Eduard Tump in der Grünanlage an der Grenze von Pötzleinsdorf und Döbling errichtet.
Erster ärztlicher Leiter ist Professor Dr. Leopold Moll. Moll ist auch der Initiator der Mutterberatung und Schwangerenvorsorge in Wien, die von Julius Tandl ausgebaut und auf eine rechtliche Basis gestellt wird. Mehr davon erfährst du in dem Video Das Rote Wien 1919 bis 1934. Neustift am Walde selbst wird 1330 erstmals als Neustift urkundlich erwähnt. Der Name Neustift stammt vermutlich daher, dass nach dem Untergang der Wüstung Kleinzing westlich davon eine neue Stiftung am Walde entsteht. Die Stiftungsurkunde der Sieberinger Pfarrkirche aus dem Jahre 1330 belegt, dass die Bevölkerung von Siebering mit der Neustifterbevölkerung und den Einwohnern von Salmansdorf gemeinsam diese Kirche bauen. Dadurch werden Neustift am Walde und Salmansdorf auch in Siebering eingepfarrt. Das Video Siebering erzählt neben der Historie der Vorortgemeinde Siebering auch detaillierter die Geschichte der Pfarrkirche. Der Ort Neustift ist als Zeilendorf in zwei langen Häuserzeilen angelegt, durch eine schmale Straße getrennt, die den oberen Grottenbach begleitet. Die Bewohner sind Bauern, die im Wesentlichen für den Eigenbedarf produzieren. Wein wird für den Verkauf angebaut. Um 1330 ist die Grundherrschaft in den Händen von Ritter Heinrich von Rauenstein, bis sie über verschiedene Eigentümer in die Hände von Ulrich Zinken kommt. 1413 verkaufen die Brüder Hans und Michael Zinken den Besitz an den Pfarrer Andreas Blank aus Gas, der Erzieher des minderjährigen Herzog Albrecht V. und später dessen Kanzler ist. Andreas Blank gründet das Augustiner Chorherrenstift St. Dorothea und vermacht diesen mit Zustimmung des Herzogs 1414 seinen Besitz. Das Augustiner Chorherrenstift St. Dorothea befindet sich im Bereich der heutigen Dorotheagasse 17. Heute befindet sich hier das Dorotheum. Die am Walde gelegene neue Stiftung führt seither den Ortsnamen Neustift am Walde. Wie bereits eingangs erwähnt, wütet 1713 die Pest auch in Neustift. Im selben Jahr stiftet der in Neustift am Walde lebende italienische Kaufmann Marco Abbundio zum Dank für die Abwendung der Pest eine Kapelle mit Holzkuppel und einer Tafel, die an die Pest des Jahres und die Errichtung der Kapelle zu Ehren der dreieinigen Gottheit, der Heiligen Jungfrau und der Pestpatrone Rochus, Sebastian, Karl Borromeus, Franz Xaver und Rosalia erinnert. Berühmt ist Neustift am Walde für seinen Kirtag. Dieser Brauch rührt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Im Jahre 1752 gibt es eine sehr schlechte Weinernte. Die Weinhauer kommen in eine schwierige wirtschaftliche Situation. Die Neustifter Winzer ziehen mit einer Erntedankkrone zur Kaiserin Maria Theresia und bitten um Steuerfreiheit. Die Kaiserin erlässt ihnen nicht nur die Zahlungen, sondern gibt ihnen die Krone zurück mit der Auflage, jedes Jahr einen Kirtag abzuhalten. Bis heute wird zur Eröffnung des Kirtags die Hauerkrone in Begleitung des Weinhüters, des Altbursch und der Flaschenbuben durch Neustift und Salmansdorf von einem Heugen zum anderen getragen, um die Winzer und ihre Stammgäste hochleben zu lassen. Der mit dem Brauchtum verknüpfte Neustifter Kirtag zählt österreichweit zu den Weinfesten mit der höchsten Publikumsfrequenz. Im Anschluss an die Aufhebung des Chorherrenklosters St. Dorothea durch Josef II. Und die Übertragung des Gebietes an das Stiftkloster Neuburg wird Neustift am Walde 1784 zusammen mit Salmansdorf zu einer eigenständigen Pfarre erhoben. Die Rundkapelle wird in den Jahren 1783 bis 1785 durch Johann Michael Adel Podinger durch den Anbau des Presbyteriums, der Sakristei und eines gemauerten Turmes wesentlich erweitert und zur Pfarrkirche erhoben. Die ursprünglich an der Kapelle angebrachte Tafel wird über den Kircheneingang angebracht.
1851 muss der Kirchturm durch einen neuen ersetzt werden. Zeitgleich erfolgt eine neuerliche Erweiterung der Kirche. Eine gartenseitig gelegene Wochentagskapelle wird 1978 angebaut. Außen finden sich insgesamt 4 barocke Heiligenstatuen des Antonius von Padua, Karl Borromäus, Paulus und Petrus. Der klassizistische Hochaltar ist aus dem Jahre 1786. Das Altarbild wird dem Barockmaler Martino Altomonte zugeschrieben. Gemälde und Altar stammen aus der Dorotheakirche in Wien. Ist Neustift am Walde in den Jahrzehnten des Biedermeier als Ausflugsziel beliebt, so ist es ab den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts auch als Sommerfrische begehrt. 1874 erhält Neustift am Walde eine Post- und Telegrafenstation. 1890 beginnt man mit der Kanalisation, die 1908 abgeschlossen ist. 1893 wird in Neustift am Walde die Gasbeleuchtung installiert. Nach einer verheerenden Überschwemmungskatastrophe 1907 erfolgt die Einwölbung des Grottenbachs 1908. 1909 wird Neustift am Walde an die zweite Hochwellenleitung angeschlossen. Über die Versorgung der Stadt Wien, unter anderem mit der Gasbeleuchtung und mit Hochwellenwasser, informieren das Video die Wiener Gasversorgung von 1828 bis 1970 und das Video Wiener Wasser, erste und zweite Hochwellenwasserleitung. Ab den 1870er Jahren verkehren Stellwagen von Wien über Neustift nach Salmansdorf. 1908 wird von den Wiener Städtischen Straßenbahnen eine Oberleitungsbuslinie nach dem System Mercedes Electric Stoll von Pötzleinsdorf über Neustift am Walde nach Salmansdorf eröffnet. 1928 wird eine Autobuslinie über die Grottenbachstraße nach Neustift und Salmansdorf eröffnet, ab 1935 die Linie 20. 1942 wird neuerlich mit der Umstellung ein Oberleitungsbusbetrieb begonnen und ab 1946 wird der Ort somit erneut von Oberleitungsbussen bedient, die als O-Buslinie 22 vom Währinger Gürtel nach Salmansdorf in Betrieb geht. 1958 erfolgt schließlich wieder die Rückumstellung auf Autobusbetrieb. Heute führt die Autobuslinie 35a von der Station Spittelau über die Grottenbachstraße und Neustift am Walde bis zur Endhaltestelle Salmansdorf. Salmansdorf wird 1279 erstmals urkundlich als Salmantorfs in einem Klosterneuburger Saalbuch erwähnt. In diesem Jahr erhält Elisabeth, die Gattin des Konrad von Arnstein, von Seiten des Stiftes Klosterneuburg den Zehent von Salmansdorf als Personalbeneficium. Der Ort ist ein planmäßig angelegtes Weinhauergassendorf. Der Name leitet sich vom Personennamen Salmann oder dem Berufsnamen des Salmanns, einem Treuhänder oder Schreiber des Saalbuchs, ab. Das Saalbuch ist ein Verzeichnis über die Besitzrechte einer Grundherrschaft und ist das Abgabenregister bzw. die Steuerliste der von den Grunduntertanen zu erbringenden Leistungen. Es ist eine bedeutende Wirtschafts- und Rechtsquelle des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Lehenswesens. Die Herleitung des Namens vom osmanischen Sultan Süleyman I., im Deutschen auch Suleiman, unter dessen Kommando Wien im Jahre 1529 erfolglos von osmanischen Truppen belagert wird, gehört in das Reich der Legende. Das Wachstum von Salmansdorf setzt erst Mitte des 19. Jahrhunderts ein, ähnlich wie im benachbarten Neustift am Walde durch die Sommerfrische. Allerdings sind nur einzelne Landhäuser und Sommerwohnungen vorhanden. Im Gegensatz zum benachbarten Neustift am Walde besuchen Salmansdorf vor allem die weniger Wohlhabenden. Darunter in den Jahren 1829 bis 1832 auch die Familie von Johann Strauß, Vater. Eine Gedenktafel am Haus der Dreimarksteingasse 13 erinnert daran, dass Johann Strauß Sohn hier seinen ersten Walzer geschrieben hat.
Eine dauernde Ansiedlung städtischer Bevölkerung in diesem Raum findet wegen der großen Entfernung der Stadt nicht statt. Die Wirtschaft des Ortes ist stark von der Waldnutzung und des Weinbaus abhängig. 1826 sind 2/3 von Wald bedeckt, weitere 15% der Fläche sind Wiesen, etwa 7% Weingärten. Mit rund 2 Hektar Rebflächen gehört Salmansdorf zu den kleineren Wiener Weinbaugebieten. Mit zunehmender Verbesserung der Verkehrsverbindung und durch die Einrichtung zahlreicher Buschenschenken verstärkt sich der Zustrom an Heugenbesuchern. Ursprünglich besteht eine Stellwagenverbindung nach Salmansdorf, die als einzige Stellwagenlinie von der Stadt Wien subventioniert wird. 1908 wird von der Gemeinde Wien eine Oberleitungsbuslinie von Pötzleinsdorf über Neustift am Walde nach Salmansdorf eröffnet. 1928 wird eine Autobuslinie über die Grottenbachstraße nach Neustift und Salmansdorf eingerichtet. 1942 wird mit der Umstellung auf elektrischen Betrieb begonnen und ab 1946 wird der Ort erneut von O-Bussen bedient. 1958 erfolgt schließlich wieder die Rückumstellung auf Autobusbetrieb.